Herr Direktor! Herr Direktor! Wo kommen Sie her? Herr Direktor! Wer sind Sie? Schrecken Sie nicht! Woher sollten Sie mich auch kennen? Ich bewege mich selten auf der Erdoberfläche. Was wollen Sie damit sagen? Ich verbringe mein Leben unter der Erde unsichtbar. Für mich sind Sie aber sehr sichtbar. Ich bin der unsichtbare Herrscher einer magischen Welt. Wieso kommen Sie dort aus dem finstern Saal? Ich war eingeschlafen, Sie haben mich da drin. Vergessen! Wollen Sie mich endlich sagen, wer Sie sind? Ich bin der Souffleur, nennt mich Monsieur Tod. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Monsieur Tod. Und Sie in unserer wirklichen Welt begrüßen zu dürfen. Oh, ein Besuch! Herr, ein kurzer Besuch. Machen Sie kein Aufhebens davon. Sie sind ein merkwürdiger Mann und wie mir scheint, von einiger Wichtigkeit. Schon gut, schon gut. Sie haben recht. Erst wenn ich in einem Kasten sitze, beginnt das Weltenrad der Bühne sich zu drehen. Sie setzen also sozusagen es in Bewegung. Die tiefe Gedanke. Lichter. Ich flüstere sie leise vor mich und alles beginnt zu leben. Unheimlich schattenhaft spiegelt sich vor mir die Wirklichkeit. Mein eigenes Flüstern schläfert mich ein. Schlafen werde ich zum Erhalt. Die Schauspieler sprechen nicht weiter, das Publikum erwartet. Gut gesagt, gut gesagt. Nur mein Schlaf rettet mich vor Vergessenheit. Diesmal hat man sie aber doch vergessen. Fische hat man nicht verhandelt. Dies Los teilen sie mit allen Menschen. Wissen mich im Stich und sind davon gefahren. Wie soll ich jetzt nach Paris zurückkommen? Zu Fuß ist es zu weit. Kommen Sie mit in die Anrichte. Stärken Sie sich ein wenig. Ich werde inzwischen einen Wagen anspannen lassen. Sie sind sehr gütig. Folgen Sie mir. Ist das nun alles ein Traum? Oder bin ich schon wahr?